meine Lieben, ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute habe ich Verstärkung und zwar Beatrice ist mit dabei und die neue Mütze. Ihr habt bestimmt schon mein C und A Haul gesehen und ja, ich würde jetzt sagen, wir fangen mal an, damit der Video nicht zu lange wird. So, wir waren gerade bei Kaufland einkaufen und wir haben 50 Euro. Mit 50 Euro plus die 20 Euro gekostet hat, also 70 Wocheneinkauf gemacht. Das ist so eine Hamburger Grill, weil unsere schon kaputt ist. Und anstatt 40 hat die 22 gekostet. 2 Euro, genau, 22 Euro. Und kann man auch die Brötchen da oben wärmen und so. Und gerade machen wir, wenn ich das mit den Futterl fertig habe, machen wir dann eine Grillparty. So, dann geht's weiter mit der Tüte. Wir haben zwei volle Tüten und noch eine Korbchen. Einmal Hamburgerbrötchen. Ich werde euch dieses Mal die Preise einblenden. Mal die. Kannst du zeigen. Wir haben zwei davon in Natur. Original und zwar mit Ketchup von Monster Crunch von Lorenz. Die waren auch im Abverkauf, im Angebot, wie auch immer. Soll ich mit Brille so? Oder ohne? Stimmt mal ab. Liebe mit Brille oder ohne filmen? Ich weiß es nicht. So, die viermal, wie gesagt. Dann habe ich Rinderfleisch, 300 Gramm. Muss ich einfrieren. Dann zwei davon. Das ist Kürbis, schon geschnitten. Auch zum Einfrieren für die Suppe für die Kinder. Dann Hamburger für meinen Mann. Er möchte jetzt den Grillautomatik, musst du langsamer machen. Den Grillautomat dann ausprobieren. Dann von Iglo. Ich wollte auch mit Gemüsestäbchen, weil die Beatrice isst nur mit Gemüse, aber da waren nur diese im Angebot die Woche. Angebotswoche. Ich weiß nicht, vielleicht lade ich das zuerst hoch als den C&A Haul. Mal schauen. Dann gab es hier für die Kinder Kaiserbrötchen. Nochmal hier für die Mama. Ich mache gerade Diät, aber ab einen Tag in der Woche gönne ich mir was Süßes. Und zwar die Oreo-Eis. War auch im Angebot von Kaufland, eigene Marke, 4 Stück. Dann für die Kinder jetzt, musst du so, also Chicken Nuggets. Hähnchenfleisch, ja, mit Currydip und so. Und der Mann hat sich diese Gemüse-Hanfsticks vegetarisch vegan ausgesucht von Avita. Dann nochmal zwei Stück von denen. McCain waren auch im Angebot und die sind so wie die von McDonald's. Und die Kinder lieben die auch gerne. Essen die auch gerne. Noch eine 2 Kilo Möhre. Für unsere Suppen oder Essen und auch für Heidi Kaninchen. So. Weiter geht's. Zweite Tüte. Habe ich hier. So, jetzt mit ohne Brille. Mal schauen. Ihr sagt mir dann Bescheid, mit oder ohne. So, dann einmal 1,5 Kilo Kartoffelchen zum Kochen oder Suppe oder Kartoffelgratin. Dann waren die auch im Angebot. Schokomuffins oder Stracciatella Muffins, Angebotswoche. Wenn ich schaffe, dann lade ich heute noch hoch, damit ihr dann die Angebotswoche nicht verpasst. Einmal Buttertoastbrot für die Bruna. Kilo Bananen zu 99 der Kilo. Dann einmal Nektarinen mit Blatt, 800 Gramm, auch im Angebot. Was ist das? Das ist Naturreis, Landkorn, Kaufland Biomarke. Dann Activia für die Mama oder für die Beatrice, auch im Angebot mit Erdbeere. Dreimal Mais. Und dreimal Tommy Sonnenblumenöl. Anstatt, ja, im Angebot sehr günstig, deshalb habe ich zugeschlagen, mir dreimal davon mitgenommen. Dann hier den Korb noch. Und der Mann hat sich so eine Zitronenpflanze, das ist Zimmerpflanze, mitgenommen. Auch sehr schön.
Die wachsen schon, aber sind noch grün. Du musst im Bett. Ja, die wachsen noch. Dann musst du sprechen, ne? Einmal eine Paprika rotes, zweimal Müllermilchschokolade. So sieht man dich nicht hier. Dann für die Papa hat er sich ausgesucht. Einmal Nektarine, Waldbeere, Aprikose und Birne. Die waren auch im Angebot. Die Almigot, die Al-Ermann Früchte Traum. Isst ihr gerne? Hier, kannst du hier, du. Dann noch für die Beatrice oder die Bruna. Die waren auch im Angebot von Frozen. Eiskönigin 2. 3 Stück Erdbeerjoghurt. Muss hier zur Seite kommen. Dreimal davon, die waren auch im Angebot. Schokolade-Cookies mit Zartbitter und Vollmilchschokolade. 3 Stück, wie gesagt. Dann einmal Hähnchenkochschinken. Auch im Angebot. Einmal für die Beatrice, 2 Schokofresh. Auch neu, jetzt nur 2 Stück drin. Habe ich mitgenommen, ist für dich. Hatte ich vergessen zu zeigen, zu sagen. Dann Omega-3 Eier, die waren ein bisschen teurer, aber sind bestimmt besser. Schmecken bestimmt besser, meine ich. Dann 3 Süßkartoffelchen, weil ich möchte jetzt mehr Süßkartoffel essen, anstatt die normalen. Ist auch gesünder und so. Ne, deshalb, ich esse sowieso gerne Obst und Gemüse, aber ja. Dann noch 2 davon für den Papa. Einmal Strawberry Milchshake und mit Vanille ist der Mann total gerne. Trinkt, meine ich. Dann für die Mama so ein Mandeldrink von eigener Marke. Warte mal. Komme ich gleich wieder. Ich habe nur hier nur den. Dann noch für die Mama. So eine Bärenmarke, frische Joghurt, 0,5%, war auch die Hälfte, um die Hälfte reduziert, sonst kaufe ich die nie, weil es zu teuer ist. Zweimal Pflanzenmargarine von Alsans, die ist sehr lecker, kaufe ich total gerne bei Kaufland nur und bei Rewe gibt es die, sonst habe ich die nirgendwo gesehen. Einmal Tomätchen für die Beatrice, Drink, Schokoladenmilch. Dann so wie diese kleine Joghurtchen, Fruchttrio, wie die Fruchtquatsch, die kleinen, aber Bruna mag die lieber die günstige Version. Das ist einmal Landbrot, wollte ich mal backen. Kann man eine in Gast von nehmen und so, war auch um die 50% reduziert. Da wollten wir morgen oder übermorgen mal schauen, Bock, ich meine Hot Dogs machen, da habe ich mir so eine Dose. Eine Dose mitgenommen. Okay. Und noch Zitronchen, ein Netz, 500 Gramm. Ja. Ja, mein Lieben. Komm hier zu mir. Ja, mein Lieben, das war dann unsere Food Haul. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Wir freuen uns immer. Ihr könnt auch uns kostenlos abonnieren. Würde uns sehr freuen. Und wir sagen, mach's gut und bis dann. Tschüss.